In dem Lernfilm geht es um Rassismus und wie und wo das entsteht. Rassismus kommt mehrheitlich von dem Thalamus und limbischen System, welche unsere Gefühle wie Sehen, Hören, Fühlen, Temperaturen und so weiter kontrollieren. Eigentlich ist Rassismus ein Gefühl wie alle anderen, zum Beispiel Liebe. Man kann sie in verschiedenen Wegen zeigen und ausdrücken, so wie man in der Liebe seine Komplimente aussprechen kann oder eben nicht, ist auch im Rassismus das gleiche vorhanden mit den rassistischen Kommentaren, die man kontrollieren kann. Jetzt kommt noch eine Nachstellung von einem Interview, das ich mit unserem Schulsozialarbeiter hatte. Guten Tag, sind Sie bereit für meine Fragen? Sicher. Also, warum tut man andere ausgrenzen und auslachen? Wir Menschen sind nicht sehr tolerant. Wenn jemand nicht so tickt wie wir, möchten wir bewusst oder unbewusst Signale setzen, dass nur richtig ist, so zu sein, wie wir sind. Ist das so? Ja. Und was sind die Hauptmotive und die Gründe, weswegen wir andere auslachen? Die Motive können eine Unsicherheit, Intoleranz, fehlende Reflexion sein. Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, fühlen sie sich gut, sobald sie jemanden runtermachen, weil sie selbst vielleicht Mängel haben? Und auf wen bevorzugen sie zu gehen? Zum Opfer kann theoretisch zwar jeder werden. Doch meist suchen sich die Täter eher stille Typen mit schwachem Selbstwertgefühl, die sich nicht gut wehren können. Wenn ich zusammenfasse, die Täter wollen sich selbst versichern, indem sie andere zu ihren Gunsten runtermachen, weil sie selbst leicht eine krumme Nase haben. So kann man es sagen.